Einen wunderschönen, was auch immer. Hatte heute ein bisschen länger gedauert, bis ich die Kamera hier anschalte, weil ich war. Someone was wrong on the internet, wie man so schön zu sagen pflegt. Audio funktioniert. Ich dachte, ziehst mir lieber die Jacke hier unten an. War ja heute nicht so warm und nicht so schönes Wetter und jetzt fange ich jetzt schon an zu schwitzen. Schlecht. Egal. Ich habe es genannt, wie ihr seht, Teil 6. Eigentlich hatte ich ja gedacht, ich komme mit 5 Teilen aus, weil das passte ja wunderbar. Ein Bauabschnitt, ein Bauabschnitt, ein Bauschritt unterteilt, ein Stream und dann funktionierte das Ding ja nicht. So, jetzt machen wir heute Troubleshoot. Aber für Troubleshoot habe ich mir gedacht, muss ich was anderes mit der Kamera machen? Wir versuchen das mal. Man sieht vielleicht auch schon, dass ich hier so einen Schatten in der Visage habe, aber das liegt nun mal an der. Warte mal. Oh. Na, ist egal, ob ich da. Weil ich habe die Kamera, die normalerweise von oben guckt, guckt jetzt von hier. Ich zeige es euch. So. Da, damit ihr ein bisschen wenigstens seht, was ich hier veranstalte. So, also. Ne, da waren sie wieder meine 3 Probleme. Er fällt immer an derselben Stelle raus, habe ich das Gefühl. Der geht noch. Wie gesagt, es fällt immer raus. Es ist schön, jetzt bin ich da nochmal zu sehen. Egal. Egal, egal, egal. Das interessiert uns alles nicht. Wir machen jetzt. Ich habe eine Idee. Ich habe folgende Idee. Mache ich jetzt mal den Batterieklon. Den lege ich einfach hier rein. Meine Idee ist, diese Flügel hier. Wieso ist da so wenig Licht? Ja. Darf auch nicht zu dicht rankommen, weil sonst seht ihr auch wieder nichts. Also diese Flügel hier, ich nenne sie halt mal Flügel, dass die vielleicht, wenn ich die ein bisschen nach vorne hole, und das kann ich eigentlich machen, indem ich. Ich muss immer gucken, damit ihr was seht. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt die Schärfe stimmt. Ich glaube, die Schärfe stimmt gar nicht, weil der Abstand jetzt ein anderer ist. Tatsache. Ich muss mal hier kurz. Moment, ich muss mal kurz hier. Das ist jetzt so ein wirres Bild, dass ich überhaupt nicht so richtig sehen kann, wo ist denn die Schärfe? Guck mal, ihr seht da mal meinen. So, also. Wir machen mal. Ah. Oh, ah. Und wir locken den Autofokus wieder, damit er Ruhe gibt, damit er nicht dauernd wild rum wuselt. Und jetzt habt ihr auch so eine Vorstellung davon. Ja, genau. Wenn ich das natürlich jetzt hin und her schiebe. Also, es ist so, wir haben hinten. Gott, das ist jetzt etwas unhandlich. Wir haben hier hinten, wie weit muss ich denn drehen? So, wunderbar, hier sieht man es. Wir haben hier hinten große Achsstopper. Und ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt hier hinten die großen Achsstopper alle einfach mal abnehme. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist, was ich hier mache, aber ich mache jetzt einfach mal Trial and Error. Den unten lasse ich, weil das ist mir zu kompliziert mit dem Kardangelenk. Aber wir nehmen die jetzt alle mal ab. Den obersten weiß ich noch nicht, was ich da mache, weil da ist ja das Zahnrad. Genau. Ich hätte vielleicht noch mal ein Schüsselchen. Ihr seht jetzt nicht, was ich hier jetzt. Also hier ist die habe ich in meine Schüssel getan. Okay. Und dann habe ich hier eine Tüte mit kurzen Achsstoppern. Und was wir jetzt machen, wir drücken hier hinten. Hier hinten kommen jetzt kurze Achsstopper. Und ich drücke die Achsen nach vorne. Sodass die Achsen jetzt ein Stück weiter nach vorne gehen. Logan. So. Aber. Es sollen dieser schwarze Unterbau soll natürlich nicht mitkommen. Ich muss aber auch wieder aufpassen, dass ich das alles nicht. Oh, viel zu warm. Ich muss aber auch aufpassen, dass ich das alles nicht wieder zu fest mache, sonst kriegt der Motor wieder eine Krise. Aber wir versuchen mal unser Glück. So, und du wieder nach da. Oh, wieso hat der sich jetzt verschoben? So.
Oh, sehr schön. Abend, Andi. Ich versuche dieses Ding irgendwie zur Mitarbeit zu bewegen, weil es will nicht so recht. Eigentlich wäre es schöner, wenn ich dieses Ding noch schräger, aber ich kann es nicht noch schräger stellen, weil dann stimmt die Geometrie vorne und hinten nicht mehr. Ich habe mir auch noch mal ein Video angeguckt von dem Designer, also auf Rebrickable. Ich hab Blödsinn erzählt, ich dachte, die hätten irgendwie zwei Sachen kombiniert. Nee, nee, es gibt exakt dieses Ding gibt es bei Rebrickable als Anleitung, kostet nichts, deswegen konnte ich dem Designer jetzt auch nichts Gutes tun und sagen, hier kriegst von mir nochmal das Geld für die Anleitung, weil er nimmt kein Geld für die Anleitung. So. Also, jetzt haben wir diese ganzen Achsen nach da geschoben. So, das hat jetzt den Erfolg, dass die hier, ja gut, das gilt für den untersten natürlich nicht, aber der unterste hat sowieso eine Sonderfunktion. So, und jetzt wollte ich eigentlich, stopp, 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 stopp. Jetzt hat sich hier der Weg, warte mal, ich muss mal ein Stück. Oh. Ja, das lassen wir gelten. Also der zeigt nach oben, du zeigst nach rechts. Und damit sichergestellt ist, dass hier der Abstand auch gewahrt wird, kommt da jetzt ein kurzer Achsstopper zwischen. Muss mir jetzt immer merken, wie die, wohin die gezeigt haben. Nach links. Nach oben. Nach rechts. Nach unten. Hier ist die. Der sitzt sehr fest auf der Achse. Der zieht die Achse mit raus. Das will ich nicht. Ich will nicht die Achse. Wie kriege ich dich jetzt ab, ohne dass die Achse ist? Habe ich jetzt wieder vergessen. Nach links. Nach. Nach. Das war nach oben, ne? Nach oben und nach rechts. So. Ja, Tessie, das. Also, was ich jetzt. Diese ganze Aktion führt jetzt dazu, dass diese Flügel ein Stück weiter weg sind. Ich muss schon mal hier die Auffanghand. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Nochmal. Eigentlich hat es so ein bisschen den Effekt, den ich mir gewünscht habe. Beziehungsweise, ah, guck mal, da rutscht er jetzt unter durch. Ja, das hatte ich befürchtet. Das ist ein. Nee, den Winkel kann ich leider nicht. Das war auch ein Gedanke, aber ich kann das nicht noch weiter nach hinten kippen, weil hier hinten dieses Ding hier, das muss ja hier hinten gegendrücken. Also das kann ich vielleicht noch ein bisschen wegbiegen, aber ich kriege es nicht weiter. Na, ich krieg's auch noch ein Stück weiter nach unten. Warte mal, ich überlege, mache ich jetzt die eine Idee noch? Ich muss nur überlegen, wie kann ich denn den Winkel noch vergrößern? Ich wüsste gar nicht, wie ich den Winkel noch verändern könnte. Wo bin ich jetzt eigentlich? Jetzt bin ich wahrscheinlich komplett aus dem Bild, ne? Wenn ich dich noch schräger. Ich könnte hier, warte mal, das ist doch hier ein Zweier-Liftarm. Ich könnte einen Dreier-Liftarm da einsetzen.
Aber wie gesagt, das ist so. Ich. Nee, die Unterlegscheiben bei den Flügeln habe ich gerade eingebaut, weil ich wollte die Flügel ein bisschen weiter weg haben, damit die Kugeln. Ne, die Idee war, dass die Flügel ein bisschen weiter weg sind von den Kugeln, damit die Kugeln sozusagen. Ja, wie soll ich es erklären? Ups. Ja, aber das ist schon alles genau. Ich befürchte, wir müssen tatsächlich den Winkel verändern. Kann ich alles andere mir in die Haare schmieren, nicht vorhanden. Wir könnten nicht. Halt! Ha! Drohte unter mein Greenscreen zu rollen. Wir könnten natürlich mal. Jetzt habe ich hier wieder Wackelkontakt. Das ist schön. Das kommt, weil ich mich hier jetzt zu viel bewegt habe. Es irritiert mich, dass ich mich da. Da sehe ich mich klein in der Ecke. Das irritiert mich. Gut. Genau. Ich habe. Das kann ich natürlich erstmal machen, dass ich überlege, dass ich die Schräge simuliere. Moment. Wo haben wir denn hier? Technik, Beams, Panels. Genau. Ah. Also, mache ich jetzt erstmal das mit den Flügeln rückgängig. Ich habe doch hier so ein paar. Also, wenn wir jetzt mal hier, hier und da. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt das Ganze ein bisschen gekippt. Ist die Frage, mache ich das jetzt mal wieder rückgängig? Ich glaube ja. Achso, den habe ich ja gelassen. Ich habe mir wieder nicht gemerkt, wie es war. So ist gut. Also unten oben, dann weiß ich nämlich, dass das hier links ist. Durchdrücken. Merken, nach oben. Mehr oder weniger nach rechts. Mehr oder weniger nach unten. Die geht öffnet manuell. Hallo Manuel. Manuell. Achso, die Tür öffnet manuell. Hallo Manuel. Jetzt habe ich es verstanden. Die Tür öffnet manuell. Hallo Manuel. Das war jetzt links, ne? Oben, links, unten. Nee. Oben, rechts, unten, links, oben, rechts, unten. Ja. Da. Ist interessant, wie unterschiedlich die Achsen sich verhalten. Einige Achsen bewegen sich sofort. Interessiert es überhaupt nicht, was ich hier mache. Andere Achsen. Das war die Achse, der Achsstopper hinten. Warte mal. Oh, nee, unten, ne? Oben. Da hat sich jetzt der Achsstopper hinten vergrößert. Hier vergrößert sich der Flügel. Ach, nee. Oh, hier muss ich aufpassen. So, jetzt meine Schrägsteller wieder erstmal weg. So, wo, Achsstopper, wo bist du hin? Da ist er. Drehen, drehen, drehen. Drehen, 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 drehen. Drehen, drehen, drehen. So.
Wir ersetzen wieder die kurzen durch die langen Achsstopper. Oh. Ich stoße hier dauernd gegen die Wippen. Das war der, der runtergefallen ist. Warum ist hier... Achso, alles klar. So. So, Sie entschuldigen mich kurz, ich muss mich mal von meiner Jacke befreien, weil es ist zwar kühl hier, aber wir hatten hier heute in Hamburg eine Luftfeuchtigkeit von 90 und mehr. Gut, das ist das, die kommen nachher wieder in die Tüte rein. Warte mal, du bleibst hier. Gut, wir drehen die ganze Chose wieder um. Also, es befindet sich alles wieder im Urzustand. So. Jetzt kippen wir das Ganze. Ach, warte mal, da ist die bessere Stelle zum Kippen. Und hier packen wir auch mal einen runter, damit das Ganze gleichmäßig... Ach, wenn ich da kippe, dann kippt das nicht mehr. Gut. Also, es ist gekippt. Ja. So. Warte mal, das. Ja, der war wegen dem Kaderngelenk, hatte der eine komische Länge. Okay. Das war das Kaderngelenk. Super. Ich vermute mal, ich habe das jetzt so festgemacht. Hier, es hat das Kaderngelenk zerrissen. Nee, es ist scheiße. Der will sich... Warte mal. Oh. Also, wir haben wieder das Problem. Urlaub, ja. Urlaub wäre auch nicht schlecht. Jetzt ist wieder... Hier ist wieder das Problem eingetreten, dass ich jetzt alles so festgedrückt habe. Bei dieser Wiederherstellungsaktion habe ich das so festgedrückt, dass, ja, das hatten wir ganz, ganz am Anfang, dass ich gesagt habe, das geht alles so sauschwer, das hält das Kaderngelenk niemals aus, ja, und ich sollte Recht behalten. Jetzt geht's wieder. Jetzt muss ich nur das Kaderngelenk reparieren. Ich habe das Gefühl, das ist hier auch. Okay. Hatte ich etwas gesagt von einem Kaderngelenk aus Metall? Ja, hatte ich. Ich habe nämlich den Eindruck, das hat hier jetzt durch irgendwas... Ey, das Ding hat so viel Spiel. Und wenn ich das Ding nämlich richtig weit nach hinten kippe, dann haut das mit dem Kaderngelenk nicht mehr hin. Das heißt, ich darf den Winkel gar nicht ändern. Aber ich könnte die Achse nach da verschieben. Aber das Kaderngelenk scheint jetzt eh hin zu sein. Okay. Das heißt, wir versuchen jetzt erstmal hier die... Ah, guck mal, das war die Carbonachse. Wie soll ich die Achse denn jetzt in diese Richtung dazu überreden, in diese Achse, in diese Richtung, die Achse in diese Richtung? So. So hatte ich mir das mit dem Troubleshooting nicht vorgestellt, dass hier gar nichts mehr funktioniert.
Wisst ihr was? Wir klappen das mal kurz. Das Gute ist, man braucht ja hier nur so zwei Pins lösen. Ups, zwei Pins lösen. Ich wollte gerade sagen, und dann kann man es klappen. Nee, kann man natürlich nicht klappen. Irgendwas ist jetzt hier gerade zu meinen Füßen runtergefallen und ich habe keine Ahnung, was das war. Ah, ein Axtstopper. Ach, der. Oder der? Oder der? Nee, die sind alle da. So, ich habe hier gerade gebogen und das hätte ich nicht machen sollen, weil so richtig ist das nicht im Sinne des Erfinders, dass man das Ding. Dann müsste ich hier wieder Klemmbausteinsachen abbauen. Außerdem habe ich hier die ganze Zeit diese blöde Kugel da unten drinne. Danke. Kann ich dich hier. Warte mal, dich kann man doch. Kann man doch leicht aus dem Weg nehmen, ne? Oder auch nicht. Aber wenn ich dich ein Stück. Achso, du drehst dich ja im Moment nicht. Scherzkeks. So. Ah, jetzt kann ich es hier sogar senkrecht stellen. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen. Aber wenigstens komme ich jetzt hier. Ich merke echt jetzt erst, wie labberig das Ganze ist. So, das ist das kaputte Kardangelenk. Das hat es einmal zerrissen. Und die andere Hälfte ist sehr hartnäckig. Und ich habe keine Ahnung, wo mir dieser eine Axtstopper verlustig gegangen ist. Ich befürchte irgendwo im Inneren des Ganzen. So, was ich jetzt brauche, ist ein neues Kader. Kader. Kardashian. Ich überlege, warte mal, wenn ich jetzt das Ziel habe, dass das Ding möglichst schräg steht. Sagen wir mal, so ganz krass, so schräg, dann haut das natürlich vorne und hinten nicht mehr hin mit dem Kardangelenk. Ja, Leute. Das mit dem Winkel verändern war prinzipiell eine coole Idee, aber in der Praxis wird es, glaube ich, schwierig. Weil das Kardangelenk muss von da nach da. Ich weiß immer noch nicht, wo der herkommt. Oder warst du da hinten drauf? Wieso lässt sich das. Diese Carbonachse ist wie so. Also die will nur. Die bewegt sich in eine Richtung super easy. In die andere Richtung gar nicht. So. Das Kardangelenk fehlt noch. Aber ich mache mir gerade halt noch so meine Gedanken. Okay, jetzt ist die große Frage, wo ist das Kardangelenk? Entweder da drin oder da drin. Damit ihr auch mal ein bisschen was seht. In einen von den beiden Eimern sind die Kardangelenke. Ich habe hier auch die Hydraulikschläuche rein. Guck mal, wenn ich eh schon mal kurz, ich muss die mal kurz wieder wegpacken hier, die. Das Schöne ist,
Ich habe ja schon das nächste Set hier stehen. Und jetzt hat mir gerade YouTube ein Video vorgeschlagen, wo irgendwo so ein Klemmbausteinkanal das Set als kompletten Fail im Vorschaubild bezeichnet. Da bin ich ja schon hochmotiviert. Ich sehe gerade, wie ist denn hier meine Verkabelung jetzt eigentlich? Die Verkabelung ist ja auch ein bisschen spannend. Okay, also egal. Wir sind auf der Suche nach einem 1A-Kadern-Gelenk aus Metall. Ah, das ist doch alles, das ist doch. Ach, manchmal liebe ich ja meine Systematik. So. Ein Kadern-Gelenk aus Metall. Man muss allerdings immer beachten, wenn man eine Sache stabilisiert, bricht es an der nächsten Möglichkeit. Aber wir haben ja schon mal wenigstens eine Carbonachse im Einsatz. So, jetzt muss ich nur sehen, wie ich die da hinkriege. Ich sollte vielleicht die Achse erstmal nach da drücken. Es ist jetzt in diesem Zustand natürlich auch eine Pracht, da noch ranzukommen. So. Und jetzt bitte. Carbonachse. Moment. Ach, wie ist denn da jetzt? Wie ist die? Ich kann nicht erkennen, wie ich. Ah, so. Sehr schön. Jetzt haben wir da eine schöne, fette, fettes Carbon. Was ist das jetzt hier wieder alles? Oh. Wippe, du sollst so. Okay, an der Stelle scheitert es jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also wie gesagt, wenn es jetzt was zerreißt, dann wohl nicht mehr das Kaderngelenk, sondern das nächste in der Kette. So, wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Hatten wir immer noch, ich hatte immer noch nicht geschafft, das schräg zu stellen. Und du, Scheißwippe, Entschuldigung. So, jetzt. Jetzt schräg gestellt. Kugel. Nee. Das Problem ist auch, Moment, das Problem ist auch, dass das alles, wo bin ich jetzt gegen gekommen? Jetzt bin ich, oh, jetzt bin ich dagegen gekommen, dass das alles ruckelt wie Sau. Ich weiß ja nicht, ob das das Problem ist, ob es das Ruckeln ist. Ne, diese Flügel ruckeln halt so ein bisschen, während sie sich bewegen. Ich habe das Gefühl, der schaufelt den förmlich weg. Ich sehe gerade was. Also wenn das jetzt die Ursache ist, dann weiß ich auch nicht, ob ich das gut oder scheiße finden soll. Ich sehe nämlich gerade, dass hier so ein bisschen dieser Übergang zwischen Technik und Klemmbaustein, dass der ein bisschen die Grätsche gemacht hat. Also sich ein bisschen aufgespreizt hat. Jedenfalls in dem Bereich, wo es die ganze Zeit kommt, Jungs. Ich habe nämlich auch an manchen Stellen das Gefühl, dass diese Flügel so ein bisschen, an manchen Stellen scheinen sie so ganz knapp über die Fliesen rüber zu gehen und an manchen Stellen habe ich das Gefühl, haben die unheimlich viel Luft.
Ihr habt es gesehen, ne? Ich habe das Gefühl, das ist wirklich nur die eine Stelle. Das Problem ist, ich kann da auch nicht so doll drücken. Irgendwas ist. Solange ihr hier in die Schüssel zurückfällt, ist alles gut. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich den Auffangbehälter drunter gehabt hätte. Okay, ich habe nicht so richtig eine Ahnung, was jetzt anders ist, aber es ist mir egal. So. Ja, wir sind jetzt, ja, wie gesagt, jetzt, ja, also erstmal. So. Also, was hier im Moment ein bisschen, so Auffangbehälter, ganz wichtig. Also, ihr sollt ja auch was sehen von dem Spaß, deswegen schiebe ich das jetzt mal. Ich muss es nur so, dass eben auch der Auffangbehälter hier noch irgendwo ist. So, also. Was im Moment ein bisschen die Probleme sind, ist einmal, dass die Kugeln sich hier stauen. Sie stauen sich hier in diesem Anfangsbereich. Und das könnte daran liegen, vielleicht muss ich diese Stange ein bisschen tiefer machen. Und den hier nochmal, warte mal. Hier ist ja ein Bar mit zwei Open Studs und eigentlich soll der sich da oben befestigen. Weil eben war das eine Problem hier, seht ihr das? Ja, hier unten. Da staute sich das. Das ist hier, ist das Problem ist, da ist einfach hier an diesem Punkt ist kein Gefälle. Kriege ich da ein Gefälle hin? Ich glaube nicht. Oder kriege ich hier ein Gefälle hin? Das macht einen besseren Eindruck. Ja, es ist halt, wie gesagt, viel Gefälle ist da nicht. Aber gut, also Auffangbehälter. Auffangbehälter, so wichtig. Das Problem ist, ich muss irgendwie an 1000 Stellen gleichzeitig gucken. Immer noch an derselben Stelle. Achtung. Okay. Ja, aber es ist immer noch, es ist diese Stelle hier, als wenn hier irgendwie
Also zum Beispiel, wenn diese Fliese, warte mal. Ich habe das Gefühl, dass diese Fliese, dass hier eine Kante ist. Na, wenn irgend da eine Fliese nicht so richtig angedrückt ist, das würde ja erklären, dass da eine Kante ist, die die Kugel zum nach vorne springen bringt. Ja, hier ist ein bisschen. Oh, beinahe hätte ich hier mir die ganze Schüssel vor die Füße geworfen. Ja. Du kommst von da nach da, nach da. Genau. So, jetzt, wie Tessie schon sagte, Teil 1 ist gelöst. Jetzt kümmern wir uns mal um Teil 2, weil was ja nicht funktioniert hat, eigentlich, wenn hier oben eine Reihe voll ist. Wenn eine Reihe voll ist, guck mal, der bleibt zum Beispiel jetzt, gut, den kann ich ein bisschen schräger stellen. Zu blind, die Rinne zu treffen. So, jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, jetzt sind 9 und jetzt kommt der 10. Hier nochmal kurz alles kontrollieren. Alles bereit. Ah! Fehler gesehen. Die ist in die zweite Etage gerutscht, aber in der zweiten Etage, die hat nachgegeben. Das heißt, der hier muss weiter nach unten. Der muss weiter nach unten. So, jetzt mache ich, schummel ich mal. Ja. Vielleicht sollte ich einfach hier oben Kugeln drauflegen. Das ist, glaube ich, einfacher, als sie direkt in die Rinne zu legen. Du sollst eigentlich dahin. So. Ha! Gesehen? Ne? Die blaue Kugel ist in die zweite Etage. Ja, aber das Gewicht kann ich hier ja einstellen. Ich habe am Ende so Gegengewichte. Und mit diesen Gegengewichten kann ich dafür sorgen, dass es im richtigen Moment kippt. Er kippt ja im richtigen Augenblick. Ne? Er kippt im richtigen Augenblick. Und sollte er zu früh kippen, ziehe ich einfach das Gegengewicht ein Stück weiter nach außen. So, jetzt dauert das natürlich ewig. Jetzt versuche ich mal, es ist nur sehr viel geliehen, dass ich die zweite Etage. Wo bist du hin, rote Kugel? Ach, finde ich wieder. Ah. Ich muss hier mal den Finger drauf halten, sicherheitshalber. Zack. So. Warte mal jetzt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt simulieren wir den 10. Perfekt. Ne? Nächste Etage. Jetzt muss ich sehen, wie ich hier wieder. Diese Rinne ist aber auch ziemlich empfindlich, muss ich sagen. Zack. Der Winkel ist schlecht, das sehe ich so schon. Superb. Ja, und die letzte Reihe hatten wir ja festgestellt, ne? Du, ob du es glaubst oder nicht, ich habe kleine Hände. Finger unterhalten als Gegengewicht. 9. Und jetzt kommt hier der 10. Perfekt. Das heißt,
Es funktioniert. Hier ist übrigens. Da. Tolles Gefühl. Okay, so, ich würde jetzt gerne wissen, wo diese rote Kugel hin ist. Okay, ah, da ist sie. So, wir können ja dann nochmal mutig, wie wir sind, nochmal so richtig in echt, auch wenn das Motorengeräusch ziemlich nervig ist. Also das Gefäß hier hinten ist jetzt ziemlich voll. Ich guck mal, ob ich das Ganze hier nochmal ein bisschen irgendwie... Na, ich krieg's sowieso nicht ganz in die Kamera rein. Warte mal. Ich muss es weiter, wenn ich es weiter weg, dann geht es aus dem Bild. Ich krieg leider die Kamera nicht weiter weg an ihrem Arm. Oder? Ja. Gut. Dann versuchen wir doch nochmal unser Glück. Ich will nochmal gucken. Ah, hier ist wirklich... Ich überlege, ob ich da von der anderen Seite irgendwie nochmal Druck machen, auf die Gefahr hin, alles hier kaputt zu machen. Aber hier, ich merke halt, wie hier eine Kante an der Fliese... Also da sind zwei Fliesen und da ist eine Kante. Und diese Kante würde erklären... weshalb er da dauernd sich verabschiedet. Okay. Ach, Leute, wieso bleibt ihr da jetzt schon wieder liegen? Okay, dieser Mechanismus hier hat auch noch so seine Tücken. Aber die Schüssel steht hier gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo fallt ihr denn überall noch runter? Geil, hier sind zwei Kugeln unterwegs. Ich kann gar nicht überall gleichzeitig gucken. Fasziniert. Oh, das habe ich kommen sehen. Oh Gott, hier ist was weggebrochen. Okay, stopp. Geil. Hier hat sich eben, ja, hier dieses Ding, da haben sich Kugeln gestaut und durch den Stau hat sich, da ist noch eine Kugel, und dann hat sich der Stau hier schlagartig gelöst, aber bei dieser Lösung hat sich auch noch was anderes verabschiedet. Nämlich dieses Ding hier. Überhaupt hat sich, ich glaube, hat sich noch ein bisschen mehr verabschiedet. Das ist nicht alles. Hier war mehr vorher. Oder nee, stimmt gar nicht. Doch, doch, doch. Ja, genau, da war dieser, genau, da ist der, da ist ein Technik-Brick und in den Technik-Brick ging genau dieser, da war nämlich, aus irgendeinem Grund ist dieser Stein blau, da ist eine blaue Plate
Und diese blaue Plate, die ist abgefloppt, weil sich hier einfach die Kugeln gestaut haben. Das ist immer noch nicht optimal, aber ich weiß auch nicht, was ich da noch anders machen soll. So, aber er war ja schon ziemlich fleißig, ne? Aber wie gesagt, ich muss die Kugel, dieses Fließband, das die Kugeln hier raufschubst, da fliegen manchmal Kugeln zur Seite, hier fliegen manchmal Kugeln zur Seite, hier manchmal auch, aber im Großen und Ganzen bin ich soweit eigentlich. Wir versuchen nochmal unser Glück. Warum? Das ist. Ah. Es staut sich schon wieder hier. Stopp. Hier ist schon wieder was abgeflogen. Warst du? So warst du, genau. Ach, mir fällt aber auch nichts Schlaueres. Also der kann nicht weiter nach oben. Kannst du weiter nach unten? Kannst du. In dieser Mulde, vielleicht muss ich den auch mal ein bisschen weiter wegnehmen. Warte mal. Es ist halt alles nicht so. Diese Mulden hier, diese Rinnen, in denen die Kugeln sich bewegen sollen, so easy peasy ist das halt nicht. Vielleicht ist dieser Winkel mittlerweile auch zu. Da ist nämlich eine Achse und ich habe das Gefühl, durch mein ganzes Rumgewürge ist diese Achse. Ich komme da überhaupt nicht mehr ran. Ja, genau. Lottozahlen. Da ist die Achse. So, jetzt habe ich ihr von unten mal ein bisschen Druck gegeben. Der hier ist schief gewesen. Jetzt haben wir hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein deutlich stärkeres Gefälle, aber das ist zu viel, weil jetzt geht es hier bergauf. Das darf ja auch nicht sein. Ach. Also vielleicht ist doch das ein bisschen zu viel. Vielleicht hätte man sich irgendwie. Ups. Was ist das? Okay, die waren zusammen. So, also nochmal hier Test. Ja, die rollt bis da. Wie, hier geht's. Ich habe das Gefühl, ich muss diesen, das hier muss doch ein bisschen weiter runtergebogen werden. Aber. Ja, das ist echt nicht so das Gelbe vom Ei. Okay, wir versuchen es nochmal weiter. Kommt von allen Seiten geflogen. Hier staut sich das wieder. Also im Moment habe ich das Gefühl, ist das hier meine kleinste Sorge. Oh, hier ist irgendwas falsch gelaufen. Hat jemand aufgepasst? Okay. Hier hat sich jetzt hier ist noch eine Kugel. Das Problem ist, so. Hier ist irgendwas falsch gelaufen. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil ich musste mich auf die andere Ecke konzentrieren, aber man sieht,
hier liegen welche, da liegen welche, hier keine, da unten. Das heißt, da müssen bei irgendeinem Absturzvorfall müssen welche nach da oben unten durchgerutscht sein. Wir können ja noch mal ein bisschen wieder simulieren. So. Du kommst wieder dahin. Jetzt simulieren wir doch noch mal ein bisschen diesen Teil hier. Das heißt, wir schmeißen immer schön hier Kugeln drauf und konzentrieren uns mal ein bisschen, was der macht. Ja, das funktioniert wunderbar. Oh, kein Bock, gelbe Kugel. Sogar das mit diesem gelben Stopper oben funktioniert so, wie es soll. Ne? Mal darauf achten. Ich versuche jetzt mal wieder drei hintereinander. Ne? Und dann kommt die blaue, aber die blaue kommt nicht weiter, weil das gelbe Ding runtergegangen ist. Gelbe Sperre. Guck mal, das hätte nicht passieren dürfen. Das lag jetzt daran, dass zwei Kugeln schnell hintereinander kamen. Die eine hat irgendwie gestockt, dann kam die zweite hinterher und dann war das Ding so schwer, dass sie ganz kurz diesen gemacht hat und dann ist eine von den beiden, die eigentlich beide hier drauf gehört hätten, eine hat den Abgang gemacht in den Sammelbehälter. Das kommt, weil die eine. Weil das zu schnell hintereinander war. Ne? Genauso wie hier jetzt. Also insofern darf man die auch nicht zu schnell hintereinander hier reinwerfen. So nach dem Motto, nicht schneller als der Mechanismus sie oben anliefern könnte, würde. So, jetzt sind wir gleich so weit, dass wir zur nächsten Ebene kommen. So, jetzt machen wir es mal richtig. So, jetzt, wie gesagt, die nächste Ebene braucht noch ein bisschen. Da ist jetzt was falsch gelaufen. Da ist was falsch gelaufen. Eigentlich hätte eine Kugel in die nächste Etage gehen müssen. Okay, wir müssen uns nochmal hier diese Etage angucken. Also, wenn diese Etage voll ist, aber das habe ich doch getestet, da hat es doch funktioniert. Gut, das ist natürlich immer eine Sache, wenn von oben die Kugel kommt, kommt sie natürlich mit mehr Schmackes. Oh Gott, bin ich zu blöd, die in die Rinne zu legen oder was? So. No. Und wenn jetzt die Kugel kommt, jetzt funktioniert es. Wenn ich es so mache, dann funktioniert es. Aber im realen Ablauf nicht. Ich habe das Gefühl, du könntest ein Tick noch weiter nach hinten. Oh, nee, irgendwann ist die Achse auch mal zu Ende. Okay. Ich würde sagen, ich weiß zwar nicht genau, also so 100% funktioniert es natürlich immer noch nicht, aber das, ja, nehme ich jetzt mal so als gegeben hin.
Das mit dem Metallkaderngelenk war jetzt sicherlich nicht die Lösung. Oder vielleicht doch. Vielleicht hat das Metallkaderngelenk da ein bisschen Zuckung rausgenommen oder so. Aber eigentlich bin ich so ganz, ganz happy. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das ist dann hier. Ist das jetzt auch noch mein Review? Ja. Justieren und befestigen. Habe ich da Bock zu? Es ist halt, ne, wenn ich so einzeln das mache, funktioniert es dann mit allen, aber das ist halt auch mühsam, dass du mit diesen ganzen immer wieder von oben füttern, damit sie wirklich, weil es ist nochmal was anderes, wenn die Kugel von oben mit Schmackes kommt und so, dann macht's halt, hat das ein bisschen mehr Kabums, als wenn es einfach nur so, als wenn jetzt die Kugel ganz entspannt angerollt kommt, um es mal so zu sagen. Nee, Review-Video muss ich dann doch nochmal extra machen, weil mir fällt ein, ich habe da noch ein paar interessante Links, aber die habe ich nicht hier. Ob ich es dann im Review auch nochmal zum Laufen kriege? Ja, ich glaube schon. Gut, dann sind wir heute ein bisschen kürzer. Zack, eine Stunde, sagt er. Dann ist das so. Dann ist es heute mal ein bisschen kürzer. Kann ich noch ein bisschen Olympia-Eröffnung mir angucken. Ich mache hier noch ein bisschen Ordnung. Das zerfetzte Kaderngelenk kommt dahin. Guck mal, die Liftarme darunter war ja auch nicht nötig oder war nicht die Lösung. Ja. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hier wieder das Ganze ein bisschen nach da schiebe. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, was seht ihr dann? Dann seht ihr hier. Da sieht man die Ecke vom Dingsda-Bumster. Genau, Gesamteindruck, sehr nette Idee, kleine Probleme in der Ausführung. Nur, ja, doch, könnte man so jetzt schon mal so als Resümee sagen. Also wie gesagt, ich habe das Video von dem Designer, bei dem klappt das alles super. Man könnte jetzt wirklich nochmal die Original. Bälle, die werde ich dann beim Review ausprobieren, ob die besser sind. Kann ich mir gut. Sie haben halt ein bisschen Struktur. Die hier sind halt, die ich gekauft habe, sind halt glatt. Aber das kann ich euch. Entschuldigung, da zeige ich im Review dann auch die Seite. Das ist ja nicht, die habe ich ja nicht entdeckt. Da hat einer auf einer Seite gesagt, so, wenn ihr Ersatzkugeln braucht, weil es die Originalkugeln halt von Lego so gut wie gar nicht mehr gibt. Diese Fußbälle kaum zu kriegen. Ja, wiegen, ja, da müsste ich mehrere. Ja, das könnte ich mal machen. Dass ich die davon mal 10 Stück und von den anderen, oder so viel wie ich habe. Von den anderen waren es, glaube ich, 20. Von denen hier, das sollten das 100 sein. Ich weiß das gar nicht mehr. Sieht so aus. Ende. Im Auffangbehälter. Gut, nee. Dann war das, wie gesagt, heißt ja auch Troubleshooting, einigermaßen erfolgreich. Metallkaderngelenk for the win. Und dann gibt es hier irgendwann das Review, wo ich dann eben noch ein paar interessante Videos zeige, wie ich finde. Aber das ist ja alles Ermessenssache. So, jetzt muss ich hier nur noch den richtigen Dings da finden und dann sage ich Tschüss.